Hier ist Trappens Paul. Da kann man keinem erzählen, ich bin jetzt 150 Milliarden, 309 Millionen, 4 Kilometer und 17 Zentimeter durch die ganze Milchstraße ohne Stau, ohne Ampeln, ohne Pläsuren bis nach Trier gereist, heim mit meinem Space Roller. Und am Eingangsbereich von Trier haben sie mich gerade geblitzt. Es geht noch weiter, 300 Meter davon, und da steht vor der Baustelle, wo gar keiner geschafft hat. Und dann, na, wie das sich gehört, bin ich durch die Fußgängerzone, bin ich schön geschoben, dann habe ich meinen linken Absatz in der Simeonstraße ruiniert und der Fuß in der Fleischstraße ist voll mit Teer. Aber ich sehe ja nicht die Hinkunft für zu jammern. Ne? Ich sehe nicht der Paul. Trappensiere Paul! Hallo, Trio! Halleluja, Trio! Oh, ist halt schön, wieder daheim zu sein. Ich habe nämlich in den 20er-Jahren gelebt und habe mit den Gallien, mit habe ich den Ochsen hochgehebt, ja. Zu der Zeit war ich der stärkste Mann der Welt. Und irgendwann hat man dann den Petrus die Luft aus der Gallie gelöst und hat mich rumbestellt und hat schon overgewahrt. Das dicke Buch, und sagt Paul, da kommt es ja nicht drin, bevor ich dann in dem Buch geguckt habe, ob du rein gewissen hast. Dann ist so gesagt, Petrus, ich war die Zeit damals noch nicht mit einem Pardon. Dann sagt Petrus, du brauchst gar nicht in deinem Gewissensbuch zu gucken, ich habe rein gewissen schon noch nie benutzt. Dann ist zu dem. Da hat er mich reingelassen, Petrus, gut, dass er nicht geguckt hat, er sagt, komm, Paul, wir gehen in den Wolkenlager. Also wo die ganze Wolke so lehnt und Hanschmann regt einen rosa, dick rosa Wolkenkreid, hat er gesagt, Paul, lass die Finger weg, die richten sie für die Leute, die uns im Nachlass bedacht haben. Oder einen aus der Schublade muss noch aufblasen. Ja, und seitdem surfen ich auf meiner Gummiwolke über Trier und halt gucke, was so passiert. Und mal ehrlich, was mischt man auf so einer Wolke, außer gucken und hucken, gucken und hucken. Man kann doch andersrum machen, zuerst gucken und da gucken, aber bleibt es gleich. Ja, und da habe ich aus Langeweile, da habe ich dann angefangen, in halt mein hochwürdiges, merkwürdigen Buch mir halt die Merkwürdigkeiten drin zu schreiben. Und dann habe ich gesehen, darf ich nicht so laut sein, bei der Katschera kann man aber auch nachziehen. Dann habe ich in mein Büchelchen notiert, die haben ja in das horizontale Gewerbe investiert. Was auf den ersten Augenblick aussieht, wie als wäre es ein Malheur, wenn man das mal sacken lässt. Richtig sacken lässt. Ja. Da sieht man aus, dass die beiden Gewerbe miteinander verwandt sind. Die einen kümmern sich am Tag um den Eisbecher und die anderen auch um den Heißbecher. Bleibt gleich. Und dann ist es auch noch gut. Zum Beispiel der Mann kommt noch zusammen um 2 Uhr und sagt, wo kippst du denn her? Du kannst den reinen Gewissen sagen. Ihr wisst ja, man braucht rein Gewissen für nachher herab. Schatz. Ich hatte so Lust auf ein Süßes. Ich war noch gerade bei der Katschera mal noch ein Puffella-Becher leisten. Ja, dann, also wenn ich von meiner Wolke so runter gucke, also ich brauche an manchen Tagen brauche ich einen Schutzbrille. So geht er ohne Geblitz, sonst habe ich die Augen verglüht. Am Anfang wusste ich gar nicht, was da unten ist. Und da habe ich gedacht, sag mal, Karl Petrus, was ist da unten das für ein Blitzlicht gewesen? Da kann das sein und dann Trier ohne Artilleriebeschuss lädt. Und da habe ich dann mal Sackel gelöst und da habe ich mir überlegt, das ist ja so.
Und durch das permanente Blitzen tun den Autofahrer ja auch der Augen weh. Ne? Das ist ja, ja, ja. Ihr müsst euch das ja mal vorstellen, ihr fährt nur nichts an, einmal geht es wupf. Die Iris geht aufgerissen, es kann sein, dass die verreist, was da alles dranhängt. Und es wundert mich eigentlich, dass noch kein Trierer auf die Idee kommt, die Stadt zu verklaren. Ich stelle mir gerade vor, wie das sich anhört, wenn ein Trierer Raser beim Augenarzt der klare Lied singt. Oh, Herr Doktor, könnt ihr mal gerade gucken, mein Affen tun immer so jucken. Sie laufen und drehen dann, wenn ich Rasen am Parzelli-Ufer lang. Oho, oho. Aber ich will nicht den Teufel an der Wand malen. Ja, ich gebe dir das Wort nicht so. Ja, Piet, ist klar. Teufel, hast du wieder 650 Jahre Fehlfeuer am Konto? Ach, nee, ich will aber noch halt den Raser einen guten Tipp mitgeben. Liebe Raser, seid kein Dovi, Huf vom Gas, der Sport der Lovi. Gönnt euch lieber für den Fuffi, ein Puffellerbecher im Puffi. Ja. Oh, weiß auch nicht, Eppes, aber das muss unter uns bleiben. Und ich hoffe, dass der Pitt das nicht mitkriegt. Denn ihre Puffellerbecher hat keine Kalorien. Aber er geht gut auf die Knien. Ja, was haben wir sonst noch gesehen in unserem Städtchen? Ja. Letztes Jahr im Mai die Kommunalwahlen. Die Stadtratskräfte sind verschoben. Jetzt sind die Grünen oben. Ich habe die ganze Zeit immer nur so rumdümpeln gesehen. Und weil einmal sind die Dicke da. Wie Phönix aus der Asche. Die waren für mich immer nur so ein kleines Biotop am Rande vom Gärtchen, wo mal ein Libellchen hinfliegt. Ich habe was Gutes gemacht für mein Gewissen. Aber weil, muss ich sagen, so haben sie es gut gekriegt. Ich kann euch aber auch sagen, warum. Sie haben eine Wunderwaffe. Und zwar, man kann doch anders ausdrücken, sie hatten den Engel mit der Hühnerbrie. Und den Engel mit der Hühnerbrie, der kam von Schweden geschweift, oder heißt es geschwurft. Die heilige Kreta. Jawohl, und die Kreta hat den Wähler einen klimaneutralen CO2-Einlauf verpasst, dass die nur noch grün gesehen haben und das, was hin rauskam, hat gereicht für das Baugebiet vom Pobacher Hof wegzublasen. Jawohl! Aber sind wir mal ehrlich, ganz ehrlich, Ed Mädchen hat ja recht. Die Klimaerwärmung ist ja da, das wissen wir ja alle. Und woher kommt das? Früher haben sie zu uns gesagt, wenn du einen Teller leer machen tust, geht es schon wieder. Was haben wir davon? Es geht immer wärmer und die Gesellschaft immer fetter. Ja, so ist das. Aber jetzt, wo wir wissen, woran es lädt, da können wir es ja auch ändern. Wir tun einfach weniger konsumieren und wenn dann kahler geht, putten wir einfach weiter. So einfach geht das. Was haben wir sonst noch gesehen? Ja, wenn ich so auf meiner Wolke stehe und es so nach unten gucke, eine Schande aus Langweil habe ich rausgediftet, da gibt es bestimmt Gucktechniken. Und je nachdem, wie ich so gucke, kann ich entweder in die Vergangenheit gucken und wenn ich rechts drüber gucke, gucke ich in die Zukunft und wenn ich nach unten gucke, sehe ich mein Fies. Jetzt gucken wir mal nach rechts und ich tue euch bei die ungeschminkte Wahrheit zeigen, was in Zukunft auf unser Städtchen loskommt. Für die Leute, die mit der Wahrheit nicht klarkommen, die sie nicht hören können, die halten sich einfach jetzt die Augen zu. Jetzt machen wir einen Sprung in die Zukunft. Die Porta Nigra geht noch. Sie ist mit Efeu zugerankt und ist in das Grüne Tor umbenannt. Der Kaiserthermen, der Name war zu lang, auch zu militärisch behaftet. Wir haben so einen kurzen Namen gebraucht für die Kaiserthermen. Die heißen jetzt Robert Habecks Kaltwasser-Biotherme mit klimaneutralen Liegewiesenparzellen Streuobst. Ja, jetzt gehen wir mal in Städtchen rein. Der Petrichberg wuchert mittlerweile bis in die Fußgängerzone rein. Das Gras in der Sim steht bis zum Kinn. Ohne wasserstoffgetriebene Rasenmäher mischt keine mehr Schritt. Früher sind sie so gegangen mit den Handys, aber gehen sie so.
Was gibt es sonst noch? Ja, Dom gibt es auch noch. Ja, der Dom ist immer noch da. Dom ist jetzt, der steht jetzt in der Mitte von einem Sumpfgebiet. Um den Dom herum haben sie jetzt einen Amphibiepark gebaut. Ihr wisst, was Amphibien sind? Lorsche, Salamander, Mulche, Lustmulche und halt so Kram. Ne? Aber jetzt tun wir noch einen Blick riskieren, den noch 200 Jahre weitergeht. Ja, 200 Meter ist zu wenig. 200 Jahre weitergeht. Da sehe ich unsere Nachkommen bibbernd in den Höhlen hucken, frierend, denn Feuer in der Zeit könnt ihr knicken. Lieber erfrieren, als im Feinstaub zu ersticken. Jawohl. Das ist unsere Zukunft. Und wenn er mich fragt, wie ist das passiert, dann sage ich, ihr habt einfach im Jahr 2020 überreagiert. Ja. Ich habe jetzt gerade Nachricht gekriegt, Petrus hat mir jetzt gerade in mein Büchelchen geschickt, dass ein Överrat Bescheid weiß, dass ich muss kurz fassen, habe ich so das Gefühl. Die Seilbahn, die nach Trier kommen sollte, muss ich euch sagen, sie kommt nicht. Nee, sie kommt nicht. Ich sage euch auch warum. Sie haben keinen Hersteller gefunden, der ein kompostierbares Tragseil aus Hanffasern herstellen konnte. Aber der Stadtrat hat dann ganz schnell reagiert und hat beschlossen, wisst ihr was, dann machen wir eine U-Bahn. Und dann beim Spatenstich, die Presse war da, der ganz prominente OB, damals noch Leibe, darf ich ruhig sagen, ist so, haut der Sporterin, da tut sich der Boden auf, der aus Pflaster klein fliehen in die Luft und da kommt ein 30 Meter Viehsfontäne raus. Oh, reißt unseren Oberbürgermeister mit dem Sport 30 Meter und jetzt tanzt den Oberbürgermeister wie so ein Tischtennisbällchen auf so einem Sprengbrunnen. Was war passiert? Sie sind beim Spatenstich auf den römischen Viehsquell gestoßen und das in Trier. Innerhalb von einer Viertelstunde wurde der ganze Marktplatz geflutet, 10 cm Viehs und den Leuten ging es richtig gut. Sie haben den Hut ausgezogen, sie haben die Schuhe ausgetun, sie haben aus dem Schuhhanse geschluckt. Die Tute sind sie durch die Fiets und haben, oh, es war ein Festchen, es war so schön. Die Einzigen, die sie traurig geguckt haben, das waren die Sandalenträger ohne Tuten. Ja. Was haben sie daraus gelernt? Was haben sie daraus gelernt? Da hat der Stadtrat gesagt, das Lauf passiert der Bevölkerung nie mehr. Dass die sich die Blöße müssen gehen und aus dem Schuh trinken oder aus der Tut. Und deswegen haben sie die Verordnung für Becher gemacht. Jetzt muss jeden, man kann ja wieder auf den Viehsquell stoßen, man weiß ja nicht, wann es soweit ist, sich die Becher kaufen. Und da dafür genau der Fall vorbereitet ist. Ist das nicht schön? Bevor ich jetzt wieder rumdüsen, habe ich noch ein kleines Anliegen, die Biotonne. Es muss raus, ich bin ja auch unmittelbar davon betroffen, ne? Es stinkt wirklich bis zum Himmel bei mir. Und aus dieser Inspiration, ich schreibe ja auch Gedichte, das hat er schon gemerkt, ich habe schon das eine oder andere in Reimform hier formuliert. Ne? Ich habe da oben ein poetisch Ader entdeckt, wobei der Schwerpunkt auf Po liegt. Ein Gedichtchen über die Biotonne, ganz kurz, und da sind ich weg. Ich schreibe meine Gedichte ja immer in Englisch und in Deutsch, ist so mischalt, und dann ein bisschen Mundart dabei, und da ich ein breiteres Publikum damit, also ein breiteres Publikum damit erreiche, natürlich dürfen die Schmollen auch zuhören. Es heißt... Sie Biotonmuck.
auf Deutsch die Biotonne fliege. Dafür ziehe ich mein Biotonnen-Muck-Brill an. I hooking on my cloud so rum and see a bioton muck is sitting on my knee. I go to the neighbor's cloud and take the clutch. And when I come back and cook, is weg, the bioton muck. Hello there! Meine Damen und Herren, wieder eine Premiere beim Heuschreck in der Bütt. Als Trierer Urgestein und stärkster Mann der Welt mit einem Blick auf unsere Stadt, Roland Grundheber. Danke, Herr Präsident. Diese enorme Kraft bekommt man natürlich nur mit vernünftiger Ernährung, und für die Verpflegung unserer Aktiven bedanken wir uns bei unserem Elferrat Frank Dier von der Berger Group mit Burger King, Dunkin' Donut, Currymeister Oro und zu Hause kocht auch noch ganz toll. Vielen Dank, Frank Dier! Und wir bedanken uns beim Roland mit einem dreifach in die Luft gestemmten Heuschreck! Heuschreck! Und Heuschreck! Vielen Dank und viel Spaß auf deiner Wolke. Tu dir nicht weh.